Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder mit dem nächsten Thema. Es geht weiter mit hochverarbeiteten Lebensmitteln und dem wachsenden Heer an Fettleibigen und Süchtigen, das immer mehr auf der Strecke bleibt. Ich habe einen interessanten Merksatz gehört, den ich euch weitergeben möchte. Wissen ist Macht. Und sei es nur die Macht, das eigene Leben so zu gestalten, dass es uns möglichst wenig schadet. Hört sich eigentlich ganz simpel an, aber ist es das? Alle 6 Sekunden stirbt weltweit jemand an den Folgen von Diabetes. Betrifft euch nicht, sagt ihr? Noch nicht. Bis 2030 ist die Hälfte der Weltbevölkerung übergewichtig oder fettleibig und 230 Millionen davon sind Kinder. Ich habe heute früh im Livestream der Deutschen Welle eine interessante Doku gesehen, die interessanterweise sehr gut zum Thema passt. Die war auf Spanisch, das ist mein Sprachtraining, was ich morgens mache. Und da muss ich erstmal das entsprechende deutsche Video suchen, aber ich habe es gefunden und das verlinke ich euch in der Beschreibung. Die Nahrungsmittelindustrie verfügt über ausgeklügelte Systeme, die nur das eine Ziel haben, Verbrauchern die Entscheidung abzunehmen, was sie kaufen sollen und was nicht. Esssucht hat nichts mit einem Mangel an Disziplin oder Willenskraft zu tun, sondern sie ist das Resultat einer jahrzehntelangen Manipulation der Lebensmittelhersteller. Die Bezeichnung Lebensmittel ist eigentlich nicht mehr zutreffend, weil diese Produkte dem Leben mehr schaden und es verkürzen, als dass sie ihm nützlich sind. Die Bezeichnung Suchtmittel würde besser passen. Ich möchte euch heute bekannt machen mit Michael Moss. Den habe ich bestimmt schon mal irgendwann erwähnt oder auch mehrfach. Ist einer meiner Helden. Den Link zum Interview mit Brad Scher von Diet Doctor findet ihr in der Beschreibung. Michael Moss ist investigativer Journalist, Buchautor und Gewinner des Pulitzer-Preises, der für Journalisten gleichbedeutend ist mit dem Oscar der Filmindustrie. Ja, ja, so wichtig. Michaels Bücher Salt, Sugar, Fat, Salz, Zucker, Fett und Hooked, das könnte man übersetzen mit Feuer und Flamme sein, angebissen haben oder süchtig sein, haben viel dazu beigetragen, dass zumindest in der englischsprachigen Welt die Verbraucher die Produkte in den Supermärkten mit etwas kritischeren Augen betrachten. Nicht alles, was legal verkauft werden darf, ist gut für uns, egal was die Werbung sagt. Die Konzerne haben im Laufe der Zeit ausgeklügelt, dass man mit der perfekten Kombination zwischen Salz, Zucker und Fett Produkte kreieren kann, die einem aus den Fingern gerissen werden oder aus den Regalen. Aber es geht nicht nur um den Geschmack, sondern auch um Dinge wie dem sogenannten Mundgefühl, Mouthfeel, das wir zum Beispiel vom Crunch bei Kartoffelchips oder Cornflakes kennen. Es wird nicht einfach ins Blaue hinein produziert, sondern man nutzt wissenschaftliche Untersuchungen und Versuche mit Tausenden von Menschen, um zu sehen, welches Rezept voraussichtlich das Rennen machen und die Kassen füllen wird. Mit Zufall hat es überhaupt nichts zu tun. Ihr könnt euch sicher sein, dass die Konzerne nur euer Bestes wollen, nämlich euer Geld. Zivilisationskrankheiten und andere unerwünschte Nebenwirkungen werden als Kollateralschäden abgetan. Man muss schließlich die Aktionäre bei Laune halten. Was ist eigentlich eine Esssucht und was hat diese mit hochverarbeiteten Lebensmitteln zu tun? Tatsache ist, dass nicht alle Menschen auf alles gleich reagieren. Manche können Alkohol trinken oder Zigaretten rauchen, ohne eine Sucht zu entwickeln. Und manche können essen, was sie wollen, ohne dass sich das irgendwie negativ auf ihr Leben oder ihr Gewicht auswirkt. Anscheinend haben wir die Wahl
Und es ist unsere eigene Entscheidung, aber ist das wirklich so? Sicher ist, dass unsere freie Willensentscheidung ständig torpediert und sabotiert wird. Ursprünglich hatte Michael Moss ein ganz anderes Thema auf dem Schirm. Sein Interesse an Lebensmitteln und seine Bücher entstanden, wie das so oft der Fall ist, durch einen Zufall. Bei Gary Taubes war das genauso, den habe ich auch schon oft erwähnt, ein weiterer meiner Helden. Angefangen hat es nach einer Reise in den Mittleren Osten im Zusammenhang mit Terrorismus. Nach der Rückkehr legte man ihm nahe, sich mit Themen wie Salmonellen in Erdnüssen auseinanderzusetzen, das sich immer weiter auszudehnen schien, weil die Erdnüsse auch in vielen verarbeiteten Lebensmitteln benutzt wurden. Durch diese Weiterverarbeitung war es unmöglich, die Liefer- und Verarbeitungskette exakt zurückzuverfolgen. Und so wurden immer mehr Menschen krank von diesen Erdnüssen in den USA. Danach beschäftigte er sich mit Pathogenen, also mit Krankmachern in Lebensmitteln wie E. coli, im Fleisch. Ein Laborant, der betroffene Produkte im Labor untersucht, erklärte Michael Moss, dass diese verunreinigten Produkte zwar tragisch für Betroffene seien, viel problematischer seien aber völlig einwandfreie Produkte der Nahrungsmittelindustrie, an denen so lange herum modifiziert wird, bis sie zu Kassenschlagern werden. Diesem Laboranten war es eigentlich nur um das Salz gegangen, das in Fertigprodukten massenhaft verarbeitet wird. Aber Michael Moss fand schnell heraus, dass Salz, Zucker und Fett eine ziemlich unheilige Dreifaltigkeit darstellen, mit denen Verbraucher dazu gebracht werden, immer mehr diese Produkte zu kaufen und natürlich zu essen. Und ja, er entschied sich, ein Buch darüber zu schreiben, und es dauerte nicht lange, bevor er auf eine Goldgrube an Informationen in Form von Dokumenten stieß, die es ihm ermöglichten, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und ihre Geheimnisse aufzudecken. Nachdem er schon zu viel wusste, konnte man ihm nicht mehr einfach weismachen, dass das alles nur Geschwätz ist oder Gerüchte sind. Man konnte ihn nicht mehr abwimmeln, ohne im Bereich Ernährung einen mittleren Tsunami auszulösen. Also luden sie ihn ein. Wenn man seinen Feind nicht besiegen kann, dann verbündet man sich mit ihm. Und erlaubten ihm, sich vor Ort ein eigenes Bild von den Machenschaften der Hersteller zu machen. Wir dürfen davon ausgehen, dass die Hersteller Informationen dieser Art niemals freiwillig herausgeben würden. Sie tun es nur, wenn sie glauben, damit größeren Schaden vermeiden zu können. Was Michael Moss bei dieser Gelegenheit erfuhr, war nie für die Augen und die Ohren von Verbrauchern oder Journalisten gedacht. Aber jetzt kamen sie aus dieser Sache nicht mehr raus. Wer es nicht weiß, das Unternehmen Philip Morris stellt nicht nur Zigaretten her, sondern es ist gleichzeitig der größte Hersteller von hochverarbeiteten Lebensmitteln. Interessante Kombination. Natürlich passiert dies nicht unter dem Namen Philip Morris, sondern es gibt Dutzende von Subunternehmen, deren Namen jeder kennt. Ne? Die großen Marken sind das. Nachdem Big Tobacco wegen riesigen von Zigaretten verursachten Gesundheitsschäden verklagt worden war, den sie der Öffentlichkeit mit ihrer irreführenden Werbung zugefügt hatten, wurde das Unternehmen zu einem Schadenersatz verdonnert und musste Millionen Seiten an internen Dokumenten an einem für jeden zugänglichen Ort offenlegen. Ja, für solche Leute gibt es eigentlich nichts Schlimmeres, ne? Worauf niemand achtete, war, dass sich in diesen Massen an Papier, die auf einmal veröffentlicht werden mussten, auch solche befanden, die mit dem Tabak überhaupt nichts zu tun hatten. Sehr wohl aber mit den Lebensmitteln. Das war ein gefundenes Fressen für Michael Moss.
investigativer Journalist, nicht wahr? Jetzt konnte er nicht nur nachweisen, dass hinter den Kulissen sehr viel vor sich geht, was nicht für unsere Ohren bestimmt ist, sondern er bekam gleichzeitig die Namen aller wichtigen Akteure geliefert, mit denen er dann Kontakt aufnahm und die er zu einem Gespräch einlud. Was haben nun Zigaretten und hochverarbeitete Nahrungsmittel gemeinsam? Den Suchtfaktor, liebe Leute. Die Hot Pockets von Nestlé wurden zum Vorzeigekind des hirnlosen Essens. Den Ausdruck finde ich toll. Hirnloses Essen. Michael Moss lud neben den Direktoren auch Wissenschaftler ein. Im Laufe seiner Recherche und Interviews mit den Verantwortlichen der Nahrungsmittelindustrie erfuhr er, dass Nestlé und eigentlich alle Hersteller den Wünschen der Verbraucher folgend Fett, Zucker und Salz in ihren Produkten reduzieren wollten. Interessanterweise änderte die neue Inhaltsliste nichts am Verhalten der Verbraucher und an der Schädlichkeit der Produkte. Die Verbraucher aßen weiter und mehr als je zuvor. Die Rate der Fettleibigen liegt bei 42%. In den USA ist das. In Europa sieht es nicht wirklich viel besser aus. Übergewichtige sind hier nicht mitgerechnet. Das sind nur die Fettleibigen, die ganz, ganz, ganz extrem Übergewichtigen. Diabetes und Gicht nehmen zu. Was außer den Inhaltsstoffen kann noch dafür verantwortlich sein, dass wir immer dicker und immer kränker werden und trotzdem weiter gierig diese Produkte in uns hineinstopfen? So richtete Michael Moss sein Augenmerk auf die Dinge wie Mundgefühl, Mouthfeel und den sogenannten Bliss Point. Das ist die Zusammensetzung, die am Ende als optimal angesehen wird. Warum kann man nicht einfach aufhören, wenn man genug gegessen hat? Diese Produkte sind so raffiniert zusammengesetzt, dass sie unsere Fähigkeit, vernünftige Entscheidungen zu treffen, einfach aushebeln. Nein, es liegt nicht an euch. Ihr seid das Opfer, ihr seid die Opfer des Erfolgs dieser Produkte. Nehmen wir als Beispiel Kartoffelchips. Ich persönlich kann denen überhaupt nichts abgewinnen. Also bei mir können die wochenlang im Schrank stehen und vergammeln. Aber ich weiß, dass viele Leute da total drauf abfahren. Mir sind sie viel zu salzig. Andere lassen sich immer wieder verführen. Und wenn man erst mal angefangen hat, dann ist die Tüte meistens leer, bevor man wieder aufhört. Der Salzgeschmack triggert eine Meldung an das Belohnungszentrum des Gehirns. Dieses bedankt sich mit einem guten Gefühl, Dopamin, das uns signalisiert, dass wir ein tolles Produkt gefunden haben, in Anführungszeichen, und weitermachen sollen. Gut gemacht, weitersuchen, weiteressen. Das sind noch die Überbleibsel aus der Zeit unserer frühen Vorfahren, für die dieser Trigger überlebenswichtig war. Hatte man eine lohnenswerte Nahrungsquelle aufgetan? Damals. Je mehr Kalorien, desto besser verfolgte man diese so lange, bis nichts mehr zu holen war. Das Fett ist ein weiterer wichtiger Faktor. Faustregel ist, dass die Hälfte der Kalorien von Fett kommen muss, damit man beim Essen das richtige Mouthfeel bekommt, Mundgefühl. Mit Geschmack hat das an sich überhaupt nichts zu tun. Es geht um die Konsistenz und das Kauerlebnis. Kartoffelchips enthalten außerdem auch viel Stärke. Stärke wandelt der Körper in Zucker um, Glucose, und stimuliert seinerseits das Belohnungssystem des Gehirns. Jo, da haben wir schon zwei. Wenn Salz, Zucker und Fett in einem perfekten Verhältnis vorhanden sind, erlebt man beim Essen den sogenannten Bliss Point, das Optimum. Das sind dann die drei Bösewichte. Und den Bliss Point könnte man übersetzen als Punkt der Glückseligkeit, wo man nicht mehr aufhören kann.
Dieser Ausdruck kommt von den Herstellern, nicht von mir. Nicht zu wenig, nicht zu viel. Das perfekte Zusammenspiel macht den Kassenschlager aus. Irgendwann kam man dann auf die Idee, Produkten, die vorher keinen Zucker enthielten, auf einmal Zucker beizufügen. Und damit war die Katastrophe perfekt. Es waren dann nicht mehr nur die Süßigkeiten, sondern der Zucker war überall drin. Brot, Tomatensauce, Joghurt, da ist mehr Zucker drin, teilweise als in Süßigkeiten und Eis. Die Folge war eine Anpassung der Erwartung des Geschmackserlebnisses bei den Verbrauchern. Nun, man gewöhnt sich dran. Auf einmal war es normal, dass alles süß schmeckt und was nicht süß schmeckte, wurde nicht mehr gekauft. Wenn ein derart verwöhnter Gaumen einen langweiligen Salat oder ein traditionell zubereitetes Gemüse vorgesetzt bekommt, dann rebelliert das Gehirn. Will ich nicht. Ist nicht süß genug. Der Industrie war es gelungen, unsere Geschmacksknospen zu hijacken, fremd zu steuern. Wer seine Ernährung auf Natur belassene Produkte umstellt, sieht sich mit regelrechten Entzugserscheinungen konfrontiert, weil das Gehirn auf einmal nicht mehr die bekannten Signale bekommt. Dopamin, Belohnungszentrum, aber der Versuch lohnt sich. Nach einer oder zwei Wochen ist das Schlimmste überstanden. Ja, das ist wie bei Drogen und beim Alkohol und den Zigaretten. Jeder Mensch hat im Mund-Rachenbereich Sensoren, die dafür verantwortlich sind, dass ein Lebensmittel als angenehm empfunden wird oder eben nicht. Wir Menschen sind Infowars. Wir lieben Information um ihrer selbst willen. Je neuer die Information ist, desto mehr verschlingen wir sie. Und je mehr sie sich unterscheidet von dem, was vorher war. Hochverarbeitete Nahrungsmittel übermitteln ebenfalls Informationen. Zum Beispiel das schmelzende Gefühl bei Eis oder das Knackgeräusch bei Kartoffelchips und Cornflakes. Die Kombination Zucker und Fett vermittelt dem Esser nicht nur ein angenehmes Gefühl. Anders als beim Verzehr von Zucker und Fett für sich alleine stimuliert dieses Tandem das Striatum, das Teil des Großhirns ist und die Entstehung neuer Gewohnheiten fördert. Aha, damit sind wir auf einmal in Geiselhaft. Eiscreme, Schokoplätzchen, Kartoffelchips sind gute Beispiele für süchtig machende Produkte. Je erfolgreicher die Hersteller bei der Zusammensetzung ihrer Produkte sind, desto größer ist die Suchtgefahr. Welche Rolle spielt die Erinnerung? Bestimmte Gerüche oder Geschmackserfahrungen erinnern uns zum Beispiel an Kindheitserlebnisse oder andere Erlebnisse, die mit einem guten Gefühl verbunden waren. Wissenschaftler, die sich mit Drogensucht, Esssucht und Evolutionsbiologie beschäftigen, haben erkannt, dass es nicht das Ziel der Hersteller ist, uns süchtig zu machen, sondern die eigentliche Ursache ist das Streben des Menschen nach immer mehr Nahrung. Man denke an die frühen Vorfahren und je kalorienreicher diese ist, desto stärker reagiert das Belohnungszentrum in unserem Gehirn. Schaut man in die Vergangenheit, wird klar, dass unsere frühen Vorfahren darauf angewiesen waren, mit möglichst wenig Aufwand, möglichst viel und möglichst kalorienreiche Nahrung zu finden. Es ging um nichts weniger als das Überleben. Wer die häufige Lebensmittelknappheit und die langen und kargen Winter überleben wollte, musste ein bisschen auf Vorrat essen. Wer heute lebt, ist zwangsläufig Nachkomme eines guten Essensverwerters, weil nur diese auf die Dauer überleben konnten. Der Nachteil solcher Vorfahren und solcher Gene ist, dass wir immer noch das gleiche Programm im Gehirn haben, was heute leider kein Segen mehr ist, sondern ein Fluch, weil Übergewicht und Fettleibigkeit bei einer solchen Veranlagung in Verbindung mit einem Nahrungsmittelüberschuss fatale Folgen hat. Die Hersteller machen sich das natürlich zunutze, anstatt wie unsere Vorfahren
stundenlang zu sammeln oder bei der Jagd vielleicht einen Misserfolg zu erleben, ist es doch viel einfacher, in den Mund zu schieben, was vor einem auf dem Tisch steht oder liegt. Nicht unwichtig ist dabei der Preisfaktor. Billige Nahrung stimuliert ebenfalls das Belohnungssystem im Gehirn, als wäre es nicht auch so schon schlimm genug. Was hochverarbeitete Lebensmittel dann noch interessanter macht für unseren Überlebensinstinkt. Ja, was gibt es besser als kalorienreiche Nahrung, die jederzeit verfügbar ist? Schlaraffenland. Da hatte ich als Kind ein Buch, so eine Art Märchenbuch über das Schlaraffenland. Und ich glaube, das ist das, was wir jetzt haben. Schlaraffenland. Das optimale Geschmackserlebnis, das gute Mundgefühl, Erinnerung an gute Zeiten, der niedrige Preis sind unschlagbare Argumente, finde ich. Ja, und als ob das nicht schon dramatisch genug wäre, kommt noch unsere Vorliebe für Abwechslung hinzu. Der Mensch liebt neue Informationen und neue Erlebnisse, auch beim Essen. Früher wusste der Mensch nicht viel über Ernährung, aber er folgte einem tief verwurzelten Programm, das vielen Tausenden seiner Vorfahren vor dem Aussterben bewahrt hatte. Unterschiedliche Lebensmittel enthalten mehr Nährstoffe zusammengenommen und sorgen damit für eine bessere Gesamtversorgung. Ein vielseitiges Angebot erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass man immer etwas Essbares finden wird. Probiert es mal aus mit der freien Auswahl am kalten Buffet oder auch am warmen Buffet. Je mehr angeboten wird, je mehr verschiedene Speisen angeboten werden, desto mehr isst man. Ja. Manche Supermärkte bevorraten 200 Sorten Frühstücksflocken. Das ist irre. Aber die Rechnung geht auf für jeden einzelnen dieser Hersteller. Eigentlich ist es gar nicht nötig, Zusatzstoffe in die Nahrung zu mischen, um uns zu willigen Essern und Käufern zu machen. Unser Gehirn erledigt diesen Job völlig kostenlos und ohne jedes Risiko für die Nahrungsmittelfabrikanten. Ja, ein bisschen Sarkasmus darf auch mal sein. Aber jetzt mal im Ernst, wir haben im Magen, im Darm und auch im Mund Sensoren, die erkennen können, wie viele Kalorien wir gegessen haben. Also wir können unserem System da auch nichts vorgaukeln mit kalorienarmen Produkten. Unser Körper weiß genau, wie viel wir gegessen haben. Und wenn das nicht genug ist, dann wird Nachschub gefordert. Und je kalorienreicher ein Lebensmittel ist, und salziger und zuckriger und fettiger, desto mehr lieben wir es. Ich mache hier einen Cut. Ich mache hier einen Zweiteiler. Der zweite Teil folgt sogleich.